Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehrt vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer, nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingert, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't. Recht herzlich begrüßen zur 14. Montagsharmonie, zur 14. Montagsdemo hier in Klagenfurt bei der Pestsäule. Man muss eins dazu sagen, in 120 Städten im deutschsprachigen Raum, auch in anderen also Nationen, findet das heute statt. Was ist die Friedensdemo, was ist die Friedensmahnmache? Wir stehen nicht auf gegen was, sondern für was. Wir stehen auf für den Frieden, für Gerechtigkeit und für Wahrheit. Und deshalb haben wir da heute auch ein offenes Mikrofon. Jeder kann rauskommen, das reden, was ihm am Herzen ist. Und das ist das Wichtigste, was die Friedensmahnmache ausmacht, dass man wieder ehrlich sagen kann, was man denkt zu einem Thema. Und jeder hat dann wirklich die Mündigkeit, dass er herausgespürt, wo geht es an gut dabei, wo ist die Wahrheit drin, wo ist Frieden drin. Weil das wird uns gemeinsam zusammenbringen und eine bessere Welt bringen, eine veränderte Welt für das, was wir dort stehen. Mir taugt das voll, die 14. Friedensmahnmache, wir stehen das 14. Mal da, es ist echt ein Applaus wert, es ist gewaltig. Dazu fällt mir was ein, ich war gestern im Kino, so ein Tanzfilm halt, ein Step-Up oder wie das heißt. Das war total interessant. Da war einer, der was die Gruppe angeführt hat, der hat halt so also getanzt mit einer Gruppe und dann hat er gesagt, so, er will jetzt einfach bei einem Wettbewerb gewinnen. Dann ist die Gruppe hergegangen, hat ihn verlassen. Jeder von der Gruppe ist gegangen und hat gesagt, was willst du noch? Der schafft es eh nicht, alle sind abgereist. Und dann war er total fertig und hat sich gedacht, nein, er gibt nicht auf, er hat durch bis zum Schluss, er will einfach siegen einfach
und dann hat er einfach Leute angerufen, die er gekannt hat. Immer von der Straße hat er die Leute geholt und die waren dann da, die waren in der Gruppe, haben trainiert, haben wirklich zum Schluss gewonnen. Und das Beste war, zum Schluss sind dann seine anderen Freunde auch noch alle gekommen und dann haben sie auch noch aufgedeckt, die ganze Show, was da gelaufen ist. Es war echt super und das können wir mitnehmen. Aber wenn es länger dauert oder was, dass man durchgeholt, dass man dranbleibt, bis das zu einer Veränderung kommt, bis sich wirklich was tut, dass man nicht sagen, es bringt eh nichts, wir bleiben dran. Die Tanzgruppen waren auch nur kleine Gruppen, aber die ganze Welt hat es im Fernsehen gesehen, bei uns soll es auch so sein. Ja, das ist echt das Wichtigste. Und ich habe mir auch so überlegt, warum ich da eigentlich heute da stehe. Ich mache sehr viele Dinge, Klagemauer TV, S&G Stimme und Gegenstimme, AZK und so weiter. Und dass ich einfach am Montag trotzdem wieder da stehe, obwohl ich sehr viele Dinge zu tun habe. Das ist der Grund, ich war auf einem Zeltfest am Wochenende, weil meine Schwester ist heimgekommen, die war ein Jahr jetzt in Amerika, dann haben wir so eine Welcome-Party gehabt, ein riesen Zeltfest, ich bin drinnen gestanden, zwischen den ganzen Jugendlichen, haben wir gedacht, aha, interessant. Und dann haben wir gedacht, was bewegt sich in meinem Herzen so? Dann haben wir gedacht, jetzt stell dir mal vor, haben wir gedacht, Markus, jetzt kommt ein Einberufungsbefehl, die müssen jetzt alle in den Krieg ziehen, die Jugendlichen. Und was heißt das dann? Was heißt das wirklich für jeden einzelnen Jugendlichen, der was da drin ist? Was das heißt für die Eltern, für die Jugendlichen selber, wenn sie in einem Krieg stehen? Und dann habe ich gewusst, ich stehe als Hauptpriorität da, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt, dass es zu keinem Krieg mehr kommt. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dass keiner mehr umgeht, dass das jetzt ausgeht in die Millionen überall, dass die Menschen aufstehen gegen die Sachen, gegen die Dinge, was da passieren. Und man hätte sehr ein paar Dinge hören werden. Prüft selber noch alles. Aber es ist echt das Wichtigste. Meine Hauptbotschaft ist das, dass wir mir wirklich, wenn es Krieg ist, nicht umgehen, dass wir mir nicht mehr in den Krieg gehen, dass keiner mehr da umgeht und das unterstützt, egal ob schlecht oder gut. Wir werden heute ein bisschen das Publikum filmen, wir haben das vor, einfach, das wirkt noch viel besser für Leute, die das anschauen. Ich hoffe, das ist für keiner ein Problem, vielleicht, weil das ein Problem ist für einen, dass er vielleicht ein bisschen weiter dahinter geht, aber das will ich auch nicht. Aber ganz kurz einfach, dass man ein bisschen was auch mitkriegt, ich glaube, das ist nicht schlecht oder wer was dagegen, da können auf mich zukommen. Super, dann starte ich einfach und es kann jeder kommen und sagen, was sein Thema ist. Das hat natürlich jeder die Verantwortung über das, was er sagt. Und bitte, dass jeder einfach einmal kommt nur, weil sonst dauert das ewig und dann wirklich das sagt, was ihm die Hauptlast ist oder das Hauptthema für ihn. Super, danke. Hallo von meiner Seite zum 14. Montagsthema da in Klagenfurt. Applaus hat einmal der Schild verdient, www.friedensmahnwachen.at. Ist gewaltig, was auf die Tisch gestellt wird. Da sagt keiner, ihr müsst das jetzt machen, die stehen einfach halt da und stehen da. Super. Ihr fragt euch sicher, warum ich halt mit so einer Aufmachung da bin, mit Krawatten, mit Hemd, sogar mit einem Rednerpult. Das hat den Grund, weil Stimmen an uns ergangen sind, die gesagt haben, wir finden das zwar super, was ihr macht, aber euer Auftreten und euer Aussehen ist nicht so gut. Also, wir merken zwar, dass bei euch Wahrheit ausgeht, dass Gegenstimme ausgeht, aber ihr seid irgendwie komisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich da und bin nicht so komisch, ich finde, das schaut cool aus. Und ich bin auch da, um über was zu reden. Was verbindet uns eigentlich und was verbindet uns nicht? Weil das müssen wir wissen, auf was es drauf ankommt. Und da ist die erste Frage, ja, was verbindet uns eigentlich? Ich denke einmal, die meisten, was heute da sind, sind da, weil sie einfach einmal zufrieden sind mit dem, was die Medien schreiben oder vor allem nicht schreiben. Viele sind da, weil sie die Zeichen der Zeit erkennen, wissen, was da in der Ukraine abgeht, was weltweit abgeht und die Gesinnung haben, dass da Klarheit hineinkommt, dass da Klarheit, Licht in die Dunkelheit kommt. Und was uns verbindet, ist vor allem das, die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zur Gerechtigkeit. Wir haben da so viele Ungerechtigkeiten. Ich glaube, da lohnt es sich schon für eine Ungerechtigkeit dazustehen. Und ich danke jedem, der was da ist, der was sich da beteiligt. Das ist gewaltig. Und wir haben auch vor allem das Verlangen nach unzensierter Rede, nach Redefreiheit. Weil wir müssen wissen, viele Worte bei uns, wir dürfen ja gar nicht sagen. Und da frage ich mich, warum darf ich viele Worte einfach nicht sagen in der Öffentlichkeit? Wer verbietet das?
oder ist mein Wort oder dein Wort so gefährlich? Wir haben vor allem auch das Verlangen der Regierung einmal zu sagen, aufzuzeigen, was. Ich werde gerade gestoppt, dass ich nicht umgehen darf da. So weit zum Auftreten. Wir sind vor allem da, damit wir in den Regierungen aufzeigen, was in unseren Augen nicht passt und wie man es verändern kann. Aber vor allem haben wir das Verlangen, dass wir das aufdecken, nicht die Regierungen, sondern die, was dahinter stehen, die Drahtzieher von den Kriegen. Was uns verbindet, was man auch merkt, was da ist, einfach in der Atmosphäre, das ist der Glaube, dass es möglich ist, was zu verändern. Schaut man sich nur mal das an, was da passiert ist in den letzten 14 Wochen. Da bringt einer das Zelt mit, da bringt einer das Schild mit, einer den Büchertisch, einer meldet es an, einer bereitet eine Rede vor. Wenn du das anschaust und sagst, das ist komisch, was da passiert ist, dann bring das einmal auf die Reihe, was da in 14 Wochen passiert ist. Und noch besser natürlich, komm und hilf uns besser zu werden und größer zu werden. Und dann komme ich zur Frage, ja, was verbindet uns nicht? Ich denke, was uns nicht verbindet, ist ein gemeinsamer Kleidungsstil. Wir haben auch keinen gemeinsamen Musikstil. Es gibt Leute, die kenne ich selber, die sagen, die fühlen sich nur wohl, wenn alle ihren Stil haben. Die fühlen sich in der Gruppe nur wohl, wenn alle ihren Musikstil haben. Aber wir sind nicht da, weil wir einen gemeinsamen Musikstil haben. Uns verbindet auch nicht eine christliche Religion. Mir ist da ein Beispiel eingefallen, wenn zum Beispiel jetzt wer kommt und da Amok läuft, dann diskutieren wir sicher nicht um, bist du Buddhist oder Christ oder Moslem, sondern da geht es nur darum, damit wir die Kinder oder die Frauen aus der Schusslinie bringen. Es ist auch nicht eine einheitliche Partei, was uns verbindet. Du erlebst das da bei der Montagsthema, das hat ein Arbeitskollege von mir gar nicht glauben können, dass sowohl Rechte und Linke da sind von der politischen Einstellung. Eine Weltneuheit. Das sind so ein Parlament, da Linke und Rechte, aber die streiten nur. Der Sinn für Gerechtigkeit geht viel weiter hinaus über alle politischen Grenzen. Und wir haben halt ein offenes Mikro da, damit jeder seine Stimme sagen kann. Ob jetzt ein Bettler kommt, oder irgendein Reicher oder irgendein Präsident oder was, es kann jeder sagen, denn entscheidend ist nicht, was man anhat oder was einfach ausgeht, sondern entscheidend ist, was aus dem Mund kommt. Das, an den müssen wir uns orientieren. Und du kannst selber den Test machen, wenn du irgendwem begegnest, der einfach sehr gierig ist, böse ist einfach von Herzen her, dann spürst du irgendwie da druckt dich was ab. Aber umgekehrt ist das Gleiche, wenn du wem begegnest, der Wahrheit im Herzen hat, da geht es einfach hoch, da verbindet sich wie Wasser zu Wasser. So erlebe ich das immer. Und das ist da. Und ich sage. Entschuldige, kannst du nur den Stand und die Themen erwähnen? Den Stand und die Themen. Ja. Und ich sage einfach zusammengefasst in allen: trau dich, originell zu sein. Trau dich, parallel zum Mainstream, einfach originell zu sein, da zu sein, der Meinung zu sagen, das ist es, was zählt und das ist, wo Herrlichkeit ausgeht von den Leuten. Ich kann mit Menschen schon gar nicht mal gescheit reden, weil sie einfach so dahin sind, wenn man merkt, die sind so manipuliert vom Mainstream. Aber wenn sich wer traut, egal wie oder was, einfach da zu sein, originell zu sein. Und wenn er rote Haare hat und wenn er blaue Haare hat, ist mir das egal. Es ist einfach herrlich. Und ich darf auch noch hinweisen auf den Büchertisch. Wir haben da ganz viele Themen, wo man sich informieren kann, ob es jetzt die Frühsexualisierung ist, ob es der Mobilfunk ist, ob es die Situation in der Ukraine ist, ob es das Geldthema ist. Es ist für jeden was dabei. Es kann jeder kostenlos das mitnehmen. Und ich kann einfach nur sagen, das, was ihr jetzt lernen werdet, da ist sehr viel Originelles dabei, da ist sehr viel Wahrheit dabei, da ist sehr viel Klarheit dabei. Macht einfach euer Herz auf und horcht einmal, was kommt ans Herz, nicht von Äußerlichen her.
Und somit bitte einfach die Nächsten jetzt da auf die Bühne, um einfach das vorzuleben, wir sind originell. Und wir sind die Montagsthema. Ja, hallo, grüß Gott. Ich habe mich auch vorher, bevor ich runtergefahren bin, gewaschen und frisiert und sauber gemacht. Also ich hoffe, ihr seht es alle. Aber was mir so am Herzen liegt, ist das, wir wollen ja keinen Krieg, das ist ja jedem, allen unseren Herzen, das ist ja ganz klar. Aber ich sage, wir befinden uns in einem Allfrontenkrieg. Ich werde nur ein paar Fronten davon so leicht anritzen. Wenn du heute die Medien liest, dann steht drinnen die Abtreibung. 30.000 bis 40.000 Kinder werden inoffiziell abgetrieben und 80.000 ist die Geburtenrate in Österreich. Ich glaube nicht, dass Kriege so viele Menschen schon umgebracht haben, als wie dieses Thema. Und es wird gefordert, dass das überhaupt aufgelöst wird, das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist offiziell heute in den Medien drin. Könnt ihr nachlesen oder könnt ihr zu mir kommen, ich sage euch das. Und es wird gefordert, wirklich bei Straffreiheit das komplett aufzulösen. Da sieht man genau, wohin die Richtung tendiert. Ich sage, das ist keine gute Entwicklung. Und das ist für mich auch ein Krieg, das ist für mich auch ein Frontenkrieg. Und dann gehe ich in die Stadt, in St. Veit durch die Stadt und sehe, wie die Stadtgemeinde mit der Giftflasche hinten drauf und spritzt alles nieder. Dann denke ich mir, ja super, und da gehen die Kinder vorbei und so weiter. Und alles ist dort relativ lustig unterwegs. Und es wird wirklich Gift gespritzt. Dann denke ich mir, da gehe ich hin zum Chef von der Stadtgemeinde und sage ihm das. Er sagt, ja, absolut, Sie haben komplett recht. Wir sind dabei, das wirklich auf eine andere Lösung zu bringen. Und ich sage, super, dass ihr das angeht. Es ist einfach so, wenn du dann durch die Stadt fährst oder irgendwo sitzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so Allfrontenkriege, wo wir uns drinnen befinden. Und wenn wir doch davon wegschauen, dann sind wir als Menschheit wirklich sehr, sehr tief gesunken. Und ich bitte euch einfach, dass wir nicht wegschauen und dass wir unsere Stimme erheben, wenn wir sowas sehen oder hören und vor allem, dass wir nicht mitmachen. Das bitte ich von ganzem Herzen. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin da vorbeimarschiert und sehe den Slogan Frieden. Und das ist ein Schlagwort, wenn wir da so friedlich zusammenstehen, denkt keiner an Krieg oder irgendetwas. Obwohl wir tagtäglich im Fernsehen Kriegsszenen sehen, Ukraine ist ja das typische Beispiel. Und wir haben vor kurzem 100 Jahre Ersten Weltkrieg, an den Ersten Weltkrieg gedacht. Und wir würden sagen, also ist es normal, dass nach dem Ersten Weltkrieg der Zweite Weltkrieg zustande gekommen ist? Und wenn man bis analysiert, warum, wieso ist der Erste Weltkrieg zustande gekommen, da kommt man sehr, sehr drauf, dass die Medien sind genau der Einpeitscher für solche Kriege. Das sind die multinationalen Konzerne im Hintergrund, die sehr viel verdienen, und die Medien, das ist das Sprachrohr dieser multinationalen Konzerne. Und wenn man sich fragt, danke, und wenn man sich fragt, wen gehören die Medien, dann kommt man sehr bald drauf, das sind dieselben multinationalen Konzerne im Hintergrund. Und hochinteressant, wenn wir von den Medien sprechen, dann fällt mir die Kronenzeitung ein. 1994 war die Kronenzeitung wirklich das Sprachrohr für alle jene Menschen, die Unmut gegen die EU und skeptisch waren gegen die EU, abgedruckt. Und dann haben sie gemerkt, hoppla, es ist sehr gefährlich, und haben dann 6 Monate vorher die Pferde gewechselt und haben galoppiert in die andere Richtung. Und genau das Gleiche passiert auch jetzt in der Kronenzeitung. Die drucken jetzt positive Nachrichten oder negative Nachrichten gegen die EU ab. In Wirklichkeit haben sie im Hintergrund die Staatspolizei, alle Adressen von diesen Leuten. Und wir sehen im Hintergrund, wer eigentlich der Einpeitscher dieser Sache ist. Und wir sehen jetzt, die Kronenzeitung ist jetzt gegen die Ukraine, gegen Russland. Ja. Ich war im September mit dem Staatspräsident Putin in Russland zusammen wegen der Gentechnik, und Russland macht keine dummen Sachen. Russland hat zum Beispiel 80% Selbstversorgung. Da können wir in Österreich träumen davon. Wir sind so weit unter 80%. 80% Selbstversorgung. Jede Familie bekommt nur 3 Hektar Grund für Eigenbedarf ohne Steuern. Keine Homosexualität, keine, und all diese Sachen will ich da gar nicht erzählen. Also, die Familie ist in Russland immer an erster Stelle.
Und das ist das Wichtigste. Und wir wissen weltweit, wenn große Reiche zerfallen sind, sind sie nicht an der militärischen Struktur gescheitert, sondern immer, weil die Familien zerfallen sind. Und leider haben wir jetzt das Problem, dass überall die Familien auseinanderdividiert werden. Und wir wissen, von wo das kommt. Und wir sollen uns das nicht gefallen lassen. Gender und all diese Dinge sind genau in diese Richtung. Also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also wir sollten uns bitte nicht, und der Redner, der uns früher die Einleitung gemacht hat, erinnert mich so an einen Jägerstädter damals, der gesagt hat, ich will nicht als Katholik gegen Katholiken in den Krieg ziehen und meine Brüder umbringen. Ich bin auch mit 14 aus der katholischen Kirche hinausgezogen, weil ich das erkannt habe. Leute, das kann ja nicht sein, Gott will ja nicht, dass wir gegenseitig uns umbringen. Das ist ja furchtbar dumm, sowas. Und wir sollten uns nicht auseinander dividieren lassen und nicht der Propaganda unterliegen. Und genau, die machen das, auch jetzt in der Ukraine passiert. Die unzufriedenen Leute sind von United States adoptiert worden und so hat es begonnen. Also wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Also der Frieden ist uns das Wichtigste, die Familie ist uns das Wichtigste. Und wenn wir dieses einmal eins weiterhin praktizieren, dann sind wir am richtigen Weg. Das ist ganz sicher. Herzlichen Dank dafür. Meine lieben Montedemokratien, der Vorredner hat gesagt, wir haben einen Krieg von alle Fronten her. Wir müssen gegen alle Fronten kämpfen. Und die Sabine Kühler, das Dschungelkind, hat gesagt, ich lebe, Zitat aus dem Buch Jägerin und die Jagde. Sie sagt, ich lebe in einer Zivilisation, in der Krieg herrscht, ein schrecklicher Krieg. In diesem Krieg fließt kein Blut, werden keine Kriegsgräber mitten in der Landschaft ausgehoben. Dieser Krieg ist unsichtbar, einer, der die Seele der Menschen zerstört. Und heute, wie ich von der alten Adria Mediathek da unten beim Bahnhof Hamburg bin, da habe ich einen Seitenfleckzettel gefunden. Und da steht drauf, Nazis gibt es in jeder Stadt, weil viele Banden und macht sie platt. Und unterschrieben ist es von der antifaschistischen Aktion. Und ich weiß, dass die, wie die Wahlen waren von der Landtagswahl, dass die haben die Partisanen, die Massenmorde an vielen, vielen Frauen, Kindern gut geheißen und hochgejubelt haben. Das sind Banden, wahrscheinlich genau die gleichen, die draußen, ein Akademikerpol, die Rabauken waren, wo der Rege Lausbädel da, der eingesperrt ist, dazugehört. Und jetzt möchte ich etwas vorlesen. Ich finde gerade die Zeitung Infogero, die habe ich bei den Delizios oder wie das die Geschäft dort heißt, in der Brummeler Straße, nicht weit weg von der alten Adria Mediathek, vom Bahnhof, Busbahnhof, nicht weit weg. Und da muss ich Ihnen was vorlesen. Sehr viel Metall macht Mäuse dumm und aggressiv. In einem Experiment mit 72 weißen Mäusen wies ein 16-jähriger Schüler aus Virginia bereits im Jahre 1997 nach, dass Heavy-Metal-Musik, in diesem Fall der Hardrock-Gruppe Anthrax, dumm und aggressiv macht. David Merrill, der für seine Forschung unter anderem eine Auszeichnung des Geheimdienstes CIA erhielt, stellte seinen Versuchsjungen die Aufgabe, einen Weg durch ein Labyrinth mit einer Größe von 150 x 100 cm zu meistern. Dabei bildete er drei Kontrollgruppen und maß ihre Zeit mit der Stoppuhr. Die erste Gruppe beschalt er vorher mit 3 Wochen lang mit sanfter Musik von Mozart.
Die zweite Gruppe hörte in derselben Zeit Heavy Metal Lärm und drehte nichts als Stille. Das Ergebnis, so berichtet Benjamin Seiler in seiner Veröffentlichung von Zeitschriften.com, nach mehreren Wiederholungen absolvierten die Mozart-Mäuse den Parcours schließlich in Bestzeit. Sie waren noch schneller als die Mäuse der Stille. Die Heavy-Metall-Mäuse dagegen brauchten 20 Mal so lange wie die Mozart-Mäuse. Und nicht nur das. Sie waren aggressiv und bissen sich gegenseitig in einem vorherigen Experiment hatten sie sich sogar gegenseitig totgebissen. Dieses Verhalten hielt noch 2 Wochen danach an. Beachtlich ist, dass die Mäuse nicht die Texte verstanden. Sie reagierten lediglich auf die Musik. Harte Rockmusik schwächt also bei Mäusen nicht nur die Lernfähigkeit, sondern stört auch ihr soziales Verhalten. Quelle HTTP www.zeitschrift zum Magazin 66, die Wirkung der Musik auf die Psyche. Die HTML in der Honigmann sagt WordPress zum. Jetzt möchte ich eng auf das hin einmal bitten, ich und da gleichzeitig ein Wahlplakat aus dem 60er Jahr, das zeigt ein Wolzen. Die Wolzen ist das Symbol der schlechten Tugenden, die uns überholen. Und da sind die Konzerne Monsanto, Rockefeller, Rothschild und die Wolzen ist zwar der Rat, hat die 3 Pfeile von der Sozialdemokratie, aber es ist in Wirklichkeit die Rothschild-Wolzen. Und die Rothschild, es gibt ein Buch über die Rothschild. Und das Buch, das kann man im Internet vielleicht arruieren. Ich habe da die Zeitungen, die Daten, wie das so ausgeschrieben, dann hat der Wind mir verzaubert. Aber ihr werdet sicher der eine oder der andere, der immer nicht hat, es ihn immer nicht finden. Es war gut, das Buch zu haben und das Buch zu lesen, dass man draufkommt, wer eigentlich die Verloten sind, die uns regieren. Und was ich noch sagen möchte, aufgrund dessen, was ich von den meisten hier gelesen habe, Bitchen, AZK und andere Friedensbewegungen, verabschiedet es eng, sagt dem der modernen Musik, die uns heute wieder die Monte Demokratie eingeleitet hat, endlich einmal für immer Tschüss. Und der Arne Bursch mit dem schwarzen Pullover, der derselben Ehe bei der letzten Monte Demokratie danach beim Launach Kotzenstein Ehe gesagt hat, wir müssen unser eigenes Souverän finden. Fangen wir bei der Musik an, unser eigenes Souverän finden. Wenn wir uns mit Mozart oder mit der eigenen Volksmusik oder mit getragener, sanften, internationalen Klassik uns berieseln, dann werden wir als sanftmütig werden und dann wird auch der innere Frieden in uns einkehren. Und ich bitte, möchte ich noch einmal dringend ans Herz legen. Und mit den Worten sage ich jetzt einmal von da herum, vier Dank. Und nehmt euch das zu Herzen. So viel haben wir schon gehört, glaube ich, wir am Anfang bei der Einleitung gehört haben, was verbindet uns nicht, zum Beispiel Musik. Ist sozusagen, was verbindet uns nicht. Kann man einfach darüber nachdenken, ob uns die Musik verbindet oder nicht. Ich darf jetzt noch was einleiten. Ich werde gleich merken, warum ich da ein paar Worte dazu sage. Es ist ein Experiment, was auf meine Verantwortung geht.
Wir haben das letzte Mal eine Situation gehabt, da war eine Person da mit einem Schild, Jesus Christus kommt wieder. Dann bin ich umgegangen zu einer Person und habe gesagt, bitte tu das Schild runter. Und die sage jetzt, warum ich das gesagt habe. Und dann kommt auch keine Überraschung. Also ich habe gesagt zu ihnen, also das Schild gehört runter, weil ich stehe zu denen, dass das uns nicht verbindet. Wir müssen auch so aufpassen bei den Religionen heutzutage, wo wir da stehen als Christ oder als Moslem, das können die Leute oft nicht mehr nehmen, um was es da wirklich geht. Und dann gehen die Leute vorbei und sehen das Schild und denken dann, ma, das ist eine religiöse Gruppe, das ist eine Sekte, mit dem wir nichts zu tun haben. Und wir stehen auch da vereint für den Frieden. Und für mich war es ein Herzenswunsch, wenn wirklich die Zeugen Jehova, die Moslems, die Christen, die Buddhisten alle gemeinsam da stehen taten, für den Frieden und keinen anderen eine evangelisieren hat die ganze Zeit. Mit der Ausrichtung müssen wir mit uns sein. Weil uns ist auch ein großer Krieg, was läuft, eine Spaltung zwischen den Religionen, ein Hin und Her, wo man denkt, auf den christlichen Bereich gibt es 2000 Spaltungen. Es ist gewaltig, was da passiert ist. Wo man da, ich habe das immer gesagt, ich bin selber Christ, überzeugter Christ. Ich glaube voll an Gott, an Jesus, aber mit dem Wahnsinn habe ich gleich abgerechnet, habe ich immer gesagt, wo ich war, das geht nicht, dass wir 2000 Spaltungen sind. Vereint muss es gehen, es muss vereint, nicht ökumenisch, sondern vereint gegen die, was die Ökumene vorantreiben, müssen wir was machen. Und man sieht nur, wenn man wirklich ein Christ ist von Herzen her, dann beweist das das, was man im Herzen hat, man will die Welt verändern, man tut was, man ist zum Beispiel heute da, dann kann man sich als Christ bezeichnen, so ist eigentlich eh nicht. Ja, jetzt mal eine kurze Einleitung gehabt. Und mir war es voll am Herzen, das ist der Markt, der was das letzte Mal war mit dem Schild. Ich wollte das jetzt auch nicht einfach wegtun, sondern ich wollte einfach ihm auch die Möglichkeit geben, dass er da steht, ein paar Worte sagt, warum er das macht, vom Herzen her. Jeder war selber, wir können uns eh nicht überzeugen lassen, jeder nimmt das, was ihm am Herzen ist. Ja, einfach von dem her, dass ein offenes Mikrofon ist, dass jeder das sagen kann, was ihm am Herzen ist. Ich darf jetzt kurz ein paar Worte reden, genau. Hallo, ich bin der Marc. Und ich stehe heute wegen einer Ungerechtigkeit da, die in Israel stattgefunden hat. Und zwar gegen Jesus von Nazareth. Den haben sie gefoltert und getötet. Und die haben sie so gefoltert, dass er als menschliche Gestalt nicht mehr zu erkennen war. Selbst die eigene Familie hat ihn nicht mehr erkannt. Und alle, die ihn gesehen haben, haben den Mund zugehalten vor der Schrecken. Und das war noch nicht genug. Sie haben ihn dann ans Kreuz geschlagen. Und ob sie sehen, aber wohl tot war, haben sie noch einen Speer in die Brust gestochen. Und das sollte man doch nicht sagen dürfen. Ich bitte euch, denkt einmal über Jesus von Nazareth nach. Er ist der Retter. Und wenn er wiederkommt, wird er all das Böse richten, was da auf der Welt stattfindet. Er wird die Lügen, den Betrug, alles wird er hinwegraffen. Er macht es, nicht wir. Er wird es am Ende brauchen. Und bittet ihn, dass er euch rettet. Aus dieser bösen Welt. Amen. Das war jetzt ganz klar Stimme und Gegenstimme. So ist macht das so, ich bin auch bei der Stimme, Gegenstimme, S&G. Das ist einfach die Gegenstimme zu den aktuellen Themen. Und das ist das jetzt, da kann jetzt jeder selber abschätzen, wie es bei jedem im Herzen gegangen ist, zu jedem Thema. Und das ist das, was es braucht. Das war zwei Verantwortungen, was der Marco dürfen reden. Für mich war das wichtig. Ich sage jetzt selber nicht, was ich dazu gedacht habe. Wir kennen zwei Einstellungen und passt. Danke, Marc. Mir geht es um eine besondere Frage. Sind wir genug sensibilisiert gegen das, was in der Welt geschieht? Und vor allem, was die Medizin macht, was die Pharmaindustrie macht, was die Ärzte machen und was uns die Medien alles unterjubeln. Und zwar, also ich bin einer, der leider geschädigt ist, der eigentlich als Geschädigter da sitze. Ich bin als Versuchskaninchen von einem Arzt missbraucht worden, um ein Medikament zu testen. Und darum habe ich einen Schlaganfall bekommen. Ich war ein gesunder Mensch bis zu diesem Zeitpunkt. Aber dieser Kerl, der hat einfach an mir ein Medikament ausprobieren wollen. Für die Pharmaindustrie, für die Firma Pfizer. Ja, und das Medikament heißt Crestor. Ja, das kann ich auch sagen. Und dann habe ich natürlich noch etwas erleben müssen. Die Verbindung zwischen Mobilfunk und Medikamente. Mobilfunk verstärkt die Wirkung von Medikamenten, weil die Blut-Hirn-Schranke ausgeschaltet wird und dadurch wird ein Medikament doppelt so giftig, dreimal so giftig und kann dadurch vom Körper nicht abgebaut werden.
Und das alles zusammen hat natürlich dann ein ganz geschwindes und rasches Schlaganfallgeschehen hervorgerufen. Heute sitze ich hier im Rollstuhl, ich bin wieder ein bisschen zusammengekommen, aber nur durch Übung. Und vor allem, weil ich aufgepasst habe, nicht die Medikamente zu schlucken, die mir mal vorgeschrieben wurden. Ich lebe heute nicht von Medikamenten. Ich tue nur mit Naturmitteln. Ich brauche kein Crestor. Ich brauche kein Trombaas. Ich brauche diese ganzen Gifte nicht. Ich nehme einen Opfer-Essig, damit zu ernähren, schaut, dass mein Gewicht passt und lebe mit Naturmitteln. Meine Frau, die hat mit Herz zu tun gehabt und hat mit Wasser zu tun gehabt. Und sie hat versucht, mit Löwenzahn zu entwässern, mit anderen Dingen. Aber dann ist das Wasser doch etwas stärker geworden und sie hat dann nicht mehr die Nerven gehabt, das so durchzuziehen. Es gab auch zu wenig Löwenzahn zu der Zeit. Und dann ist es ganz arg geworden, weil die Füße zu angeschwollen waren, wurde sie entwässert mit Lasix. Lasix ist ein sehr effizientes Medikament, aber natürlich, wenn man zu viel davon nimmt, und das ist leider jetzt mit ihr passiert, voriges Monat ist sie wieder ins Spital gekommen, weil die Füße dick geschwollen waren. Und der Arzt dort in der Geriatrie in Villach ist auch nicht dran offen. Der hat zu viel Lasix gegeben. Meine Frau wurde so entwässert, dass sie da zu wenig Wasser hatte und ihr Körper ist mehr oder minder von innen ausgetrocknet. Sie hat am Pusteln gekriegt. Eine ausgetrocknete Haut gehabt und hat furchtbar darunter gelitten. Ja, und der Erfolg war, dass sie dann nicht schlafen konnte und dann hat sie Schlafstörungen gehabt und ist immer in der Nacht aufgewacht, hat geschrien vor Schmerzen und hat nicht schlafen können. Und dann hat sie einen Sekundenschlaf gehabt und da ist gestürzt. Und in der Nacht, und dann habe ich es wieder ins Bett geschleppt, soweit das mir als Behinderter überhaupt möglich war. Und ja, das ist so weitergegangen. Und dann durch die Stürze hat sie blaue Flecken gekriegt und Prellungen und ist ganz bedient gewesen. Und dann einmal ist sie überhaupt nicht mehr hingekommen, da habe ich müssen die Röntgen holen. Und dann kam sie wieder in die gleiche Abteilung, wo es eh schon einmal zu viel entwässert worden ist, auf die Geriatrien in Villach. Ich sage auch den Platz, wo das passiert ist. Aber ich klage niemanden an, ich kann keinen Arzt anklagen, weil die sind Ethermete besseren Anwälte. Da komme ich nicht durch. Und das macht auch meine Frau nicht mehr lebendig. Weil die ist tot, die liegt im Grab, die ist gestorben, die ist begraben. Das ist vorbei. Aber ich möchte alle warnen, nicht zu viel zu trauen auf die Göttinwelt, sondern selber ein bisschen zu denken und versuchen mit Alternativmedizin über die Runden zu kommen. Ja, wirklich. Nein, das war. Ja, und gesunde Ernährung ist wichtig. Aufpassen mit den Umweltgiften, aufpassen mit all diesen Dingen. Und ich sage Ihnen was, ich brauche kein Trombas. Ich nehme Apfelessig, der Apfelessig macht das selbe. Und so kann man es mit diesen Dingen auch. Und zum Glück gibt es unterschiedliche Ärzte. Es gibt Ärzte, die Geschäfte machen wollen, aber es gibt Ärzte, die den hippokratischen Eid noch ernst nehmen. Die gibt es noch, aber ganz wenige. Und die müssen zurück. Und wenn einer noch Geschäft machen will, geht's weg von dem. Ich habe zum Glück eine Ärztin gefunden bei mir in der Gegend und die hat mir das bestätigt. Und ich muss sagen, die hat mir sofort Naturmittel gesagt. Na, das ist doch meine Ärztin, das ist meine eigene Hausärztin jetzt. Na klar, wie geht das jetzt an, wenn man von der Pharmaindustrie die Gifte spritzen würde mit der ganzen Klumpertiere. Mit mir machen die kein Geschäft mehr. Na, und ich bitte euch, passt auf, nicht alles, was da an Mitteln angeboten wird, ist ja wirklich koscher. Das meiste dient nur dazu, und das ist auch das Ziel der Großen und Mächtigen dieser Welt. Die brauchen keine alten Leute. Die alten Leute sind eine Belastung. Und diese Welthochfinanz, die will möglichst die Alten und Behinderten reduzieren, bitte. Das hat sogar einer mal laut gesagt von diesen Leuten. Ja? Die wollen nicht so viel Leute zum Verwalten haben und nicht so viel Sozialleistungen.
hergeben. Nein, wir leben in einer verlogenen Gesellschaft. Ja, da wird von den Alten geredet, wie jeder für die Alten sorgt, ich sage was. Das stimmt nicht. Je weniger Alten sind, desto besser ist für den Staat, meinen sie. Weil dann brauchen sie weniger Pensionen zahlen und sich die Pension ersparen. Dann stimmt wieder die Statistik, weil die Statistik muss ja stimmen. Nicht den Alten soll es gut gehen, die Statistik muss stimmen. Dass dementsprechend viel weniger sind oder das überleben oder nicht überleben. Und wir sind nicht gefragt, aber wir alten Menschen müssen uns wehren dagegen. Denn auch wir haben noch einen Wert und viele sind noch rüstig und die sind nicht alle debil. Nein. Ja. Ja. Die Mobilfahrt, die einen verdienen an der Hochfrequenz, die anderen sterben an Demenz. Nein, so ist es nicht. Ja, aber wir müssen das wissen. Weg mit dem Handy, weg mit dem Mobilfunk. Bitte nehmt euch auf Festnetz. Aufpassen, die Handystrahlen sind gefährlich. Und diese neue Polizeigeschichte, die tut auch nur die Handys jetzt wieder, oder besser gesagt den Mobilfunk fördern. Ja, nicht Einsparung nur, aber das, was dieses Tetrafunksystem ist, gefährlich. Das ist mehr wie gefährlich. Und auf der Straße hat schwer verdient, der hat viel gekriegt von der Mobilfunkindustrie. Ich weiß nicht, wie viel jetzt die Mitleiter kriegt von der Mobilfunkindustrie. Ich habe geschrieben, einen Brief, und die Amtsdirektor hat dazu geschrieben. Ja, das ist alles unter den Grenzwerten. Die Grenzwerte, wissen Sie, was mit den Grenzwerten ist? Das ist ein Schmäh, eine Lüge. Mit den Grenzwerten wird man angespürt. Ja, denn die Grenzwerte haben nicht wissenschaftlich festgestellt, sondern ein privater Verein vom Mobilfunkfreunden in Deutschland. Die haben die Grenzwerte festgestellt. Und also nicht Wissenschaftler. Aber es gibt Wissenschaftler, die mit der Alkohol. Professor Altkofler, nicht in Innsbruck oder wer hat, der hat mit Mölze Versuche gemacht. Der hat das gemacht und der hat das veröffentlicht. Aber das wollen die nicht, dass man weiß, was da läuft. Es gibt in Wien einen Professor, einen Mediziner auf der Uni, das ist ein Imker. Und der hat festgestellt, die Bienen verlieren die Orientierung durch die Mobilfunkstrahlung und durch die Mobilfunktürme, die sie überall bauen. Und da klang es dann den Bürgermeister vom Spital an, nur weil er verboten hat, also nur weil er sich gewehrt hat. Ja, den haben sie einen Prozess gemacht mit dem Gemeinderat. Das ist doch eine Schweinerei. Nicht? Leute, die für die Gesundheit der Bevölkerung eintreten, die werden angeklagt, weil sie denen reichen und denen Geschäfte machen und der Mobilfunklobby nicht passt und der Industrie. Ich habe den Ruprechter geschrieben. Wissen Sie, was mir der zugeschrieben hat? Ja, wissen Sie, ich habe mit Wasser zu tun und mit Landwirtschaft, aber nicht mit nicht-ionisierender Strahlung. Na, was ist eine nicht-ionisierende Strahlung? Ich weiß das nicht einmal, ich sage es euch ehrlich. Ich soll mich ans Industrieministerium wenden. Na bitte, na was wäre denn dort gern im Industrieministerium? Na glauben Sie, dass die irgendwo irgendeine Reaktion zeigt? Das ist doch ein Lobby. Die wollten einer Industrie und eine Mobilfunktürme bauen. Da habe ich doch gar keine Chance. Nicht? Aber wir können eines machen. Verzicht auf Handy. Das ist das Einzige. Und je weniger die verdienen mit den Handy, desto mehr werden sie aufhören. Weil es muss ja ein Geschäft werden. Nicht? Und wenn der Geschäft kein Geschäft mehr ist, dann können sie jetzt so viele Türme, Mobilfunktürme bauen. Und dann wird das Ganze vielleicht einschlafen. Lass wieder das Festnetz benutzen. Lass ja nicht das Festnetz sterben. Das Festnetz ist nur der einzige ungefährliche und nicht gesundheitsschädliche Möglichkeit, um zu kommunizieren. Und ich habe noch zum Glück ein Festnetz, ne? Und ich bitte, lass das Festnetz nicht sterben. Haut die Hände weg, den Dreck, denn der macht krank. Und jeder, der ein Handy, bitte, wenn du das brauchst, kannst du nichts dafür. Aber andere telefonieren mit dir mit und du tust mit telefonieren wie die Raucher und mit raus. Genauso. Und jetzt sage ich was. Mobilfunkstrahlung ist mindestens ebenso gefährlich wie Atomstrahlung. Das weiß man halt in Tierversuchen.
man hat wirklich Mäuse, also Tierversuche gemacht, dass kurzfristige Strahlung die Viecher umbringt. Ja? Okay. Ja. Na bitte, denkst du über nach? Ich habe eine Broschüre her, Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. Kennst du bei mir? Ich möchte gern zum Lesen. Aber diese Broschüre haben die Umweltminister Bernakowitsch und auch Ruprecht dafür bekommen. Aber keiner hat wirklich echt darauf reagiert. Traurigerweise. Gut. Hallo, mein Name ist Hugo Fuchs. Es freut mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, am Vorabend der hoffentlich nicht eintretenden nächsten Katastrophe zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin ansonsten eher derjenige, der Wirtschaftstisch diskutiert, und ich glaube, es wird Zeit, aus den Löchern herauszukriechen. Ich möchte mich auch nicht auf Religionen, Mobilfunk oder andere Dinge festlegen. Das sind Dinge, die Fachleute entzweit und erst recht leihen. Ob es die Religion, die Musik ist oder die Pharmaindustrie. Was feststeht, ist, dass wir vielleicht als Ganzes in der Vergangenheit zu ungeduldig waren und jegliche mögliche Veränderung umgesetzt haben, ohne zu wissen, was in der nächsten Generation passiert. Und schon langsam hat es 12 Veränderungen gegeben und jetzt fangen gewisse Systeme an, ineinander zu greifen und Probleme zu haben. Das ist aber nicht das Akute. Das Akute ist das, dass wir, die sich versuchen, alternativ zu informieren, sich verarscht vorkommen von den eigenen Volksvertretern, die wir wählen und auch mit unseren Steuern füttern, dass wir speziell in Österreich doch gedacht haben, neutral zu sein, dass man sagt, man hört einmal auf OECD-Beobachter, wer ist der Aggressor, wer schießt, wer bringt Menschen um, und dass man dann sagt, okay, versuchen wir eher humanitär zu helfen, anstatt beim Säbelgerassel mitzumachen. Und bei allen Konflikten in der Vergangenheit hat es zuerst Wirtschaftsaktionen gegeben und dann hat man den Leuten das Wasser und das Gas und den Strom abgeraten, bis dann irgendjemand hat gesagt, jetzt müssen wir uns das mit Waffengewalt holen. Das sind einfach die Vorgeplänkel zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Das wird schon geschossen, es gibt schon Tote. Es freut mich auch sehr, dass ich auf Video aufgezeichnet werde. Ich möchte das dann meinen Kindern zeigen, dass sie am Vorabend, der meiner Meinung nach so ist wie 1914 oder 1936, wo Leute gesagt haben, die Scheiße kommt, machen wir jetzt was dagegen, aber wenn die Lawine am Laufen und am Rollen ist, dann macht es, wenn man gegen den Wind pinkelt, nur noch gelbe Fiers. Vielleicht geht noch was, vielleicht nimmst du was mit, treibst Leute auf die Straßen, lass dich das nicht fallen, weil wir oder unsere Kinder werden bluten. Und ob man da ein Kasel, wo mehr oder weniger am Teller haben ist, sollte uns wurscht sein. Es geht darum, dass nicht das, was in Europa aufgebaut worden ist und in Österreich aufgebaut worden, wieder am Altar des Profits für irgendwelche Waffenschieber und andere gewissenlose Verbrecher geopfert wird. Es geht um uns, unsere Leute, und wir müssen zusammen auf dem Planeten wohnen. Und wir werden nicht sagen, die Muslime sind Arschlöcher, aber es gibt, ich war viel unterwegs, die Dichte an Arschlöchern ist überall gleich. Das Problem ist nur, wie skrupellos sie sind und wie sie sich ihr eigenes Volk zunutze machen. Lasst euch nicht aufhetzen, haltet zusammen. Danke. Ja, liebe Freunde, liebe Besucher der Montagssammlung in Klagenfurt. Ja, nochmal ein schönes Gruß Gott an alle, die da sind. Ich habe mir das auch zu Herzen genommen das letzte Mal. Wir haben ja immer eine Nachbesprechung nach der Montagssammlung hier auf dem alten Platz bei der Festsäule. Und da haben wir auch die Frage aufgeworfen, warum werden wir nicht mehr auf der Straße? Wieso bekommen die Montagsveranstaltungen nicht hier nur bei uns in Klagenfurt, sondern generell so wenig Zuspruch, wenn man es in Zahlen ausdrücken will? Wir sind über 90.000 Einwohner in Klagenfurt und jeder sieht, wie viele Menschen heute hier sind. Wir hatten eine bundesweite Mahnwache in Deutschland.
Deutschland hat ca. 80 Millionen Einwohner und da waren knapp 8000 Leute auf der Straße. Und das ist sehr deprimierend natürlich. Ich habe auch Gedanken darüber gemacht, wie wichtig es doch ist, dass man Feedback bekommt. Aber Feedback, glaube ich, muss man sich auch verdienen. Das heißt, man kann immer optimieren. Auch in der Friedensbewegung wird man zum Beispiel etwas zu Herzen genommen, dass der Peter gesagt hat, der Auftritt kann es machen. Und deshalb haben wir heute ein bisschen schöner angezogen, die Haare zurückgebunden. Obwohl ich der Meinung noch immer bin, dass es keinen Unterschied machen darf von der Äußerlichkeit her. Also ich kann mit einer Jeans herstellen, es ist doch wichtig, was ich sage. Und es muss auch möglich sein, das umzumünzen, dass es egal sein muss, ob jemand römisch-katholisch ist oder Muslim ist oder Buddhist ist oder die SPÖ wählt oder die FPÖ wählt oder wie auch immer, oder in die Kirche geht oder nicht in die Kirche geht. An Jesus glaubt. Wir haben heute schon ein paar Worte gehört zu Jesus. Das muss alles egal sein. Wir sind alles Menschen, die zusammenrücken müssen. Ja, und wir haben noch ein paar Sachen herausgeholt aus diesen Feedbacks, die eigentlich durchwegs nicht negativ sind, aber der eine oder andere hat dann einen Grund, damit er da nicht hier bei uns steht. Und das darf man nicht beiseite schieben. Wir dürfen nicht meinen, wenn wir hier stehen und etwas veranstalten und die Menschen motivieren wollen, die Menschen auch informieren wollen, dass damit alles getan ist. Wir müssen untereinander sich vernetzen, wir müssen wieder aufeinander zugehen, wir müssen lernen, wieder miteinander zu reden, egal welchen Hintergrund jemand hat. Und ich glaube, diese Arbeit kann auch eine Open-End-Arbeit sein. Das heißt, man kann immer optimieren. Und wenn man in kleinen Gruppen beginnt, und da bin ich auf dem Punkt, das Wichtigste ist, bei sich selbst zu beginnen. Dann kann es ausstrahlen, von Herz zu Herz. In der Region etwas verändern. Zum Beispiel mit einem Tauschkreis. Zum Beispiel mit Nachbarschaftshilfe, zum Beispiel auch mit Foodsharing und all diesen Dingen, die man in kleinen Gruppen organisieren kann. Und diese Gruppen können sich dann verbinden, sich austauschen, sich Informationen gegenseitig geben, nicht wegnehmen. Weg vom Konkurrenzdenken. Ich mach's besser als wie du. Das ist falsch. Machen wir es doch miteinander. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich bin leider viel zu lange und viel zu oft auf Facebook. Das gebe ich zu. Aber die Arbeit, die eine Friedensbewegung auch braucht, ist Recherche, Vernetzung, Informationen, sich selbst anlesen. Das ist ganz schwierig. Und ganz schwierig natürlich auf Facebook, weil da hat man sehr viele Sachen, die einen ablenken können von der Werbung. Dann hat man wieder Menschen wie den Roman, der sehr gute Clips macht, sehr informative Clips macht, sehr viel Arbeit reinsteckt, die muss man sich natürlich anschauen. Und es wäre super, wenn der Roman raufkommt, na klar. Ja, vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Thema Facebook. Ich habe mich vor circa 2 Wochen dort zu überreden lassen, zu Facebook zu gehen oder dabei zu sein, ja, weil man sich ja da besser organisieren kann zu den Montagsharmonien. Und jetzt vor 3 Tagen ist Folgendes passiert. Facebook hat mich nicht mehr online gehen lassen und hat nachgefragt mit ein paar Bildchen und wollte von mir den Identifikationsnachweis haben. Und nachdem ich das ein paar Mal falsch angeklickt habe, wollten sie da von mir den Ausweis. Dass ich meinen Ausweis hochlade. Da habe ich gesagt, sicher nicht. Facebook ist für mich wieder gestorben. Und Facebook war für mich ein Fehler. Super, Roman, danke für das Feedback.
Also ich nutze weiterhin Facebook, ich habe auch wirklich viele Freunde, aber nicht nur in der Freundesliste. Ich habe momentan, aktuell, ich habe es heute noch mal nachgeschaut, 180 Freunde auf der Freundesliste und ich glaube, ich kenne nur 10 nicht persönlich. Also es ist auch ganz wichtig, wie man damit umgeht. Aber wir haben ja gesagt, Stimme und Gegenstimme, jeder soll selbst entscheiden, jeder sich selbst ein Bild machen. Das ist auch das Wesentliche, was wir hier viel mehr vermitteln sollten. Nicht alles, was hier liegt, ist die Prämisse, muss stimmig sein. Das ist für jeden subjektiv, natürlich, soll ja auch so sein. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden, jeder soll aber Zugang zu Informationen haben, die mit Herzensliebe zusammengetragen worden sind, von vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft, auch unterschiedlichsten Hintergrund, und das darf keinen Unterschied machen. Das Wort, das aus dem Mund kommt, haben wir heute schon gehört, das ist wichtig und nicht, was ich anhabe. Ich möchte euch nicht vorenthalten, ein Feedback, das ich gerade heute erst bekommen habe, und zur allgemeinen Nachsicht, zur Kontrolle, das hat ein Tobias Schäfer aus Deutschland gepostet, exakt heute um 14.08 Uhr auf Facebook, und darin schreibt er Folgendes: An alle Leute in meiner Liste, die sich nicht die Mühe machen wollen, über die Dinge, die hier überall abgehen, wenigstens mal eine Sekunde nachzudenken. Warum werden jeden Tag unzählige Menschen und auch Tiere in Kriegen getötet, verhungern oder müssen, egal in was für einer Form, leiden? Was ist los mit eurem Geld? Warum wird es immer weniger wert? Warum müsst ihr immer mehr buckeln und nichts kommt bei rum? Warum wird uns nicht alles darüber beigebracht, was Geld ist, wie es funktioniert, woher es kommt und wohin es geht? Ihr benutzt diese Zettel in eurer Tasche jeden Tag im guten Glauben, alles ist gut, aber ist es das wirklich? Warum juckt es keinen, dass wir Genfood auf den Teller bekommen, Wasser privatisiert wird und die Erde mit Fracking komplett den Gnadenschuss bekommt und so weiter und so weiter? Warum denkt ihr in Schubladen und seid vollgepackt mit Vorurteilen gegenüber Menschen, so wie ihr, und deren Kulturen, die ihr gar nicht mal kennt? Aufwachen ist angesagt. Googelt noch einmal, Geldsystem, neue Weltordnung. Und von da aus kommt ihr von einem zum nächsten Thema. Und kommt mir nicht mit Verschwörungstheorien, ob ich in einer Sekte bin oder sonst welchen schwachsinnigen Argumenten. Diese Begriffe sind nämlich nicht eure eigenen. Fragt euch lieber erstmal, was all diese Begriffe, die ihr so gerne nachplappert, eigentlich bedeuten. Checkt die Fakten, die nicht von der Hand zu weisen sind. Fragt euch, warum offene und berechtigte Fragen zu vielen Themen, zum Beispiel 9/11, nicht beantwortet werden. Warum gibt es keine offizielle, unabhängige Untersuchung zum Thema 9/11? Wovor hat man Angst? Denkt drüber nach, es ist bereits 11:55. Die deutschen Medien, die sogenannte Bundesregierung, die NATO, in Klammer ein weiches D, also NATO, die USA, alle belügen euch und uns 24 Stunden am Tag. Das wisst und fühlt ihr ganz tief in euch drin. Wann checkt ihr das endlich? Oder juckt es euch, oder juckt euch einfach gar nichts mehr, außer dass ihr irgendwelche Dinge hier kaufen könnt, mit Geld, das ihr gar nicht habt, um damit Leuten zu imponieren, die ihr überhaupt nicht kennt? Müssen euch erst Bomben um die Ohren fliegen, so wie unsere Großeltern damals? Habt ihr nichts gelernt? Was ist los mit euch? Denkt verdammt nochmal nach und informiert euch alternativ im Internet. Ihr habt Kinder.
Verwandtschaft und Freunde. Glaubt ihr, es geht hier in Deutschland ewig so weiter? Ihr merkt euch selbst, dass irgendwas nicht stimmt. Macht euch schlau, die Antworten auf all eure Fragen findet ihr im Netz und hundertprozentig nicht im TV. Ja, das hat mich sehr gefreut, weil das mit dem Feedback, habe ich ja schon gesagt, das muss man sich auch verdienen. Und da hat sich ein Mensch Gedanken gemacht, das war der Thomas Schäfer, dass ich es noch einmal richtig rüberbringe. Tobias Schäfer, Entschuldigung, ist auf Facebook zu finden. Ja, und im Prinzip hat er recht, wir sollten mehr Fragen stellen. Wir sollten den Menschen, denen wir hier auch auf der Friedensbewegung mit Kritik entgegentreten, auch die Hand reichen und ihnen Fragen stellen. Ob wir eine Antwort darauf bekommen, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber man muss ihnen die Chance geben, und wenn wir das nicht tun, dürfen wir auch nicht mit dem Finger zeigen. Egal, ob es Politiker sind, Bankiers sind, Leute sind, die in der Wirtschaft sitzen und viel zu reden haben. Wir dürfen nicht nur mit dem Finger zeigen. Wir müssen anfangen, zusammenzustehen und Lösungen zu finden. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, was man machen kann. Das kann jeder machen. Das können auch Kinder machen, zum Beispiel. Eine Friedenspost schicken. Da kann man einfach diese Karte verzieren oder auch nicht. Man kann nur seinen Namen draufschreiben, das reicht auch. Muss man aber auch nicht. Das ist alles natürlich freiwillig. Diese Karten werden dann gesammelt. Die werden dann verschickt. Und dann muss man natürlich auf die Reaktion warten, was damit passiert. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwohin verschwinden, sondern dass das auch Leute sehen, wo wir wollen, dass sie es sehen. Nämlich Politiker, Lobbyisten, Bankiers. Das ist wesentlich. Wenn wir hier stehen, oder wie der Vorredner gemeint hat, im Wirtshaus sitzen und über Sachen diskutieren, dann wird es die Leute da oben nicht jucken. Wir müssen präsent sein. Wir müssen die Kritik, die wir bringen, authentisch bringen. Wir dürfen keine Lügen verbreiten. Wir müssen aber auch zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Wir haben den Satz heute schon gehört. Nicht auseinanderdividieren lassen. Dann geht's weiter. Ich habe heute zum Beispiel auch zwei Buchtipps mitgebracht. Das eine Buch ist von Charles Eisenstein, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ökonomie der Verbundenheit. Da kann man viel drin nachlesen, ich verrate nicht zu viel, vielleicht in der Nachbesprechung, dass wir darüber diskutieren können. Das andere Buch, das neue Schwarzbuch, Markenfirmen und die Machenschaften der Weltkonzerne. Und das ist von Klaus-Werner Lobo und Hans Weiß herausgegeben worden. Und da kann man sich auch ein Bild machen, ohne Hetzerei und ohne Vorurteile, an die Sache herangehen. Das heißt, etwas, was man nicht weiß, kann man nachlesen. Man kann den Nachbarn fragen. Man kann Leute, die in gewissen Bereichen arbeiten, fragen, wissen das wirklich. Man kann zum Beispiel den Polizisten fragen, der auf der Straße uns das hier ermöglicht. Wie schaut es denn wirklich aus mit der Polizeiarbeit? Seid ihr zufrieden oder habt ihr nicht auch den Eindruck, dass sie im gleichen Boot sitzen. Sie sitzen im gleichen Boot. Das habe ich auch von den, das habe ich authentisch von einem Polizisten gehört in Uniform. Ich sage natürlich den Namen nicht, natürlich nicht, das muss er selber tun. Aber wir brauchen keine Feindbilder mehr. Wir brauchen sie nicht. Und dann haben wir das, was wir wollen, nämlich den ersten großen Schritt für einen Weltfrieden. Dann funktioniert das im Kleinen. Und ein Satz, den darf ich ja nicht vergessen. Bitte vergessen wir nicht, während wir hier stehen, während ich zu euch spreche, fliegen Bomben und Granaten in der Welt und es werden Menschen getötet. Wir haben keine Zeit. Der Krieg kennt keine Zeit. Die warten nicht darauf, ob wir eine Lösung haben oder nicht. Die warten nicht darauf, dass wir mehr werden oder nicht.
Wir müssen zeigen, dass wir nicht für den Krieg sind. Wir sind nicht für den Krieg, wir sind für den Frieden. Deswegen beginne ich heute wieder mit Fragen stellen. Zum Beispiel an die Medien. Warum hört man nichts von der Regierung Poroschenko? Ich habe im Feedback eine Kritik einstecken müssen, weil ich bin ein klarer Putin-Versteher. Natürlich ist das Bashing gegen die USA genauso schlecht. Natürlich ist das Bashing gegen die EU genauso schlecht. Aber man darf doch wohl die Wahrheit sagen. Ist Putin wirklich derjenige, der alleine dafür verantwortlich ist, dass in der Ukraine solche Szenarien herrschen? Ich sage nein, und das muss erlaubt sein. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann soll er es doch bitte sagen, es ist ja kein Problem. Ich sage es auch jetzt heute deutlich, für mich ist Präsident Putin natürlich kein Ministrant, aber einem Menschen vielleicht einen dritten Weltkrieg unterjubeln zu wollen, was ist das denn bitteschön? Das ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Und wir müssen endlich aufhören damit, einen Schuldigen zu finden für Dinge, die auch wir unterstützen. Mit jedem Produkt, das wir einkaufen, unterstützen wir irgendetwas. Denkt doch mal nach, wen wir unterstützen. Denken wir auch an die Rüstungsindustrie, von wo die Waffen kommen. Wo kommt das Geld her für diese Waffen? Doch auch von Menschen, die konsumieren, oder nicht? Oder irre ich mich da? Das sind doch Wahrheiten, die man sagen muss. Ich zitiere auch gern noch einmal den Christian Wehrschütz, der sich in Donetsk befindet, als einer der wenigen Korrespondenten noch, der gemeint hat, das ist eine Kulturschande, was da passiert. Das ist ein Aufruf zum Massenexodus. Wir brauchen auch nur den Israel- und Gaza-Konflikt ansehen. Natürlich ist es müßig, hier zu stehen und über andere Dinge wie den Mobilfunk oder das Fracking oder den Knebelvertrag, die gibt dieser Zeter zu sprechen, wenn Leute sterben. Aber wir müssen etwas verändern, auch an uns selber. Wir müssen uns bewusster werden, die alten Werte wieder schätzen. Wo ist die Liebe? Wo ist Empathie? Wo ist die Liebe zur Natur? Und jetzt mache ich etwas, das euch auch zeigen soll, dass mich dieses schöne Jackett nicht zu einem anderen Menschen macht. Ich werde es ausziehen. Es wäre schön, wenn du mir hilfst. Genau. Ich werde dich da einfach einmal missbrauchen. Ich hoffe, das geht so einfach. Das erste Mal, dass ich mich vor Publikum ausziehe. Wobei ich natürlich sagen muss, und das ist auch ein Kritikpunkt an den Mann machen, also Selbstkritik ist auch angebracht. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Roman. Danke, Oliver. Und so fühle ich mich halt einfach wohler. Ich bin kein Anzugsmensch. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich die Haare offen habe. Ich sage es ganz ehrlich. Auch wenn es für manche ein Problem ist. Für mich ist das kein Problem. Denn ich glaube, wichtig ist, was aus dem Mund kommt. Was die Botschaft ist. Und das würde ich jedem ans Herz legen. Lasst euch nicht verbiegen. Lasst euch nicht verbiegen, egal wie ihr gekleidet seid, egal welche Religion ihr habt, welche Hautfarbe, egal welchen Hintergrund ihr habt. Ladet eure Freunde oder Familienmitglieder doch einmal ein, sich auch mit uns hier hinzustellen. Ja super, perfekt, es hat geklappt. Wir sind eine Crew. Und wir sind hier oben eine kleine Crew. Aber ihr gehört schon zu uns dazu. Also sind wir schon eine größere Crew.
Also was machen wir? Frieden machen wir. Bitte kommt rauf. Jeder, der sich damit angesprochen fühlt, soll raufkommen, bitte. Liebe Medien, diese Menschen sind nicht für den Krieg. Diese Menschen sind für den Frieden. Bitte begreift das. Und für all jene, die immer gedacht haben, da vorne spricht nur jemand. Nein, wir haben tatsächlich Menschen, die uns zuhören. Und was ich noch anbringen will, wir werden von keiner Agentur bezahlt, wie es in den Medien erscheint. Ja? Wir werden von keiner Partei bezahlt, von keiner Organisation. Wir sind Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie keinen Krieg mehr wollen. Diese Menschen hier sind nicht hier, weil ihnen langweilig ist. Die haben was auf dem Herzen. Also jeder, der was auf dem Herzen hat, kommt zu unseren Montagsveranstaltungen. Ob ihr in Wien, Niederösterreich, Burgenland oder in Vorarlberg seid, ganz egal, kommt zu der Mahnwache. Danke euch. Ich fühle mich sauwohl. Danke für die Mitgliedschaft. Ah, ja, genau. Ja, die Leute, die vorher schon gefallen sind, waren gut. Ich weiß persönlich gar nicht, wo man anfangen soll. In Roman kann ich gleich sagen, Facebook, ich bin bis vor nicht so langer Zeit gegen Facebook gewesen, wo ich meinen Kindern auch erklärt habe, ich werde sicher nicht auf Facebook verkünden, dass ich Urlaub fahre oder aus Klage oder sonst irgendwas. Nein, eins muss ich sagen, ich bin seit ein paar Jahren nicht unter meinen eigenen Namen auf Facebook, aber habe mittlerweile über 1000 Freunde, die aber durchaus Freunde werden können, auch auf Facebook. Und habe meine Informationen, die jetzt so weit gehen würden, dass ich stundenlang reden könnte, das werde ich nicht tun, und eigentlich nicht lang reden, aber eigentlich kann ich nur einige Worte sagen und Anregungen geben, dass ihr selber auf Facebook euch durchaus erkundigen könnt, meine ganzen Informationen, die so weit gehen, weil da könnt ihr anfangen bei Chemtrails, da könnt ihr anfangen bei TTIP, bei TISA, bei CETA und wäre nie mehr fertig heute. Solange es da die Zeit aber nicht gegeben. Der Ursprungsgrund, warum wir eigentlich überhaupt einmal angefangen haben, ist ja eine Friedensmahnwache. Und dazu muss ich einmal sagen, dass momentan ein Krieg ist in der Ukraine, den die EU, ich persönlich und viele andere nennen es ja mittlerweile EU, die SSR, mit angezettelt hat, wie man am Maidan, das ist alles belegt, da gibt es eben nur übers Internet die abgehörten Gespräche zwischen Ashton und dem estnischen Präsidenten und. Das ist alles mittlerweile im Facebook oder internetmäßig bewiesen. Der Hintergrund ist eigentlich, dass die Amerikaner einen Krieg brauchen, wie immer, den sie ja schon 100.000 Mal gemacht haben. Amerika ist pleite. Die haben zig Billionen, das kann man gar nicht mehr eigentlich in Worten fassen, Schulden. Und der einzige Grund, und da würde ich jetzt verweisen, jeder, der nachschauen will, da gibt es ja ein, zwei Stunden Vorträge im Internet, da verweise ich auf die Wissensmanufaktur von Andreas Popp oder Dirk Müller, Schachtschneider, es gibt so viele gescheite Leute, die das ganz neutral betrachten und wissen, wo der Hase langläuft. Der Grund ist, dass, da würde jetzt aber alles wieder zu weit geht, die Dollarleitwährung geschützt werden soll. Denkt einmal nach, warum eigentlich Deutschland seit Jahren einen Überschuss im Export hat und ein Minus im Haushalt. Das ist der Grund, in der Dollarleitwährung zu finden, aber jetzt gehe ich schon zu weit, das Thema. Eigentlich möchte ich, als nächstes Mal ich vielleicht ein bisschen mehr sogar, möchte ich einmal sagen, in der Ukraine findet momentan für mich im Völkermord statt. Also es haben sich ja
in Israel, was die mit Gaza aufführen, wie auch immer, man darf aber gar nichts sagen, weil dann wird man sofort als Verschwörungstheoretiker, Nazi oder sonst etwas bezeichnet. Damit will man jede Meinung vernichten und immer ins rechte Eck stellen. Ich muss dazu sagen, ich war mein Leben noch nie bei einer Partei, werde mich auch nie zu einer Partei begeben. Der Grund, warum wir alle zu Parteien sollen, ist, dass wir uns spalten. Links, rechts, grün, blau, schwarz, hin und her, was weiß ich. Das ist auch gewollt. Gewollt ist, dass wir alle nicht gleich denken und das wollen die da oben. Jetzt fragt sie mal, warum die Frau Merkel, warum der Herr Steinbrück, warum der Herr Franitzky, warum der Gusenbauer, warum der jetzige Feiermann, alle Bilderberger sind. Und da kommen die Entscheidungen eigentlich her. Und jetzt fragen wir uns weiter. Warum? Dafür mit den Bilderberger bin ich nämlich vor 10 Jahren noch als Verschwörungstheoretiker der Spinner beschimpft worden. Mittlerweile ist alles, was ich vor 10 Jahren schon gesagt habe, als Tatsache ja schon ein bisschen anerkannt worden. Oder es ist ja vollkommen gäbe. Was hat der Herr Juncker gesagt? Der hat gesagt, wir stellen etwas in den Raum, dann warten wir, wie die Dockern reagieren. Die Dockern hat er vermieden, aber eigentlich umschrieben heißt das Gleiche. Dann wird wahrscheinlich nichts passieren und dann ziehen wir das so weit durch, bis es gar keinen Widerstand mehr geben kann. Was hat der Herr Schäuble gesagt? Die Krise ist herrlich, endlich können wir uns, das sagen sie ja alle mittlerweile ganz offen. Die Krise ist herrlich, und dann können wir unsere Pläne ja vielleicht umsetzen. Was hat die Frau Merkel gesagt? Wir arbeiten an einer neuen Weltordnung. Was hat der Herr Bush gesagt? Wir arbeiten an einer neuen Weltordnung. Der Senior und der Junior. Es ist ja alles mittlerweile schon längst bekannt. Und da muss man sich aber im Internet informieren, weil das geht über Mainstream-Medien nicht. Und jetzt schweife ich eh schon ab, weil ich komme einfach zu weit, wenn ich in den ganzen Themen rede. Der Punkt ist jetzt, in der Ukraine findet ein Völkermord statt und ist angeblich auf dem Papier hier neutral. Österreich schließt sich den Sanktionen gegen Russland an und da muss ich meinem Vorredner genau recht geben. Der Putin, Engel gibt es überhaupt nicht da oben irgendwo. Nur wenn der Putin so ein Psychopath war, das Wort sage ich ausdrücklich, und dann kann jeder aber auch schauen, was ein Psychopath überhaupt ist. Das ist auch ganz genau medizinisch definiert. Der Putin, wenn der so ein Psychopath wäre, wie unsere Anführer und Anführungszeichen, dann wäre der Dritte Weltkrieg schon da. Und das sage ich ganz offen und ehrlich. Dazu stehe ich ja, es kann mir jeder klagen auf die Welt hin, es ist mir egal. Mir war schon immer egal, ich sage immer das, was ich mir denke, damit gebe ich einen Denkanstoß und da, was ich im Facebook bin, dass man selbst denken soll. Und wir als neutrales Österreich und unser Außenminister Kurz hätte vielleicht das U-Studium doch beenden sollen, dann hätte er nämlich gewusst, dass im Idealfall in der EU ist der Reihe, eigentlich vor einer Verurteilung eine Beweisaufnahme ist und diese Beweisaufnahme sollte zu einem schlüssigen Ergebnis führen im Idealfall. Auch nicht immer vor Gericht so, aber normalerweise der Idealfall ist so. Wenn er das Fachvölkerrecht auch noch belegt hätte und abgeschlossen hätte, dann hätte er gewusst, was eigentlich immer während der Neutralität heißt. Das war es aber offensichtlich nicht, aber das ist ja in diesen ganzen Führungspartien überhaupt nicht notwendig, dass man irgendwas weiß. Da sieht man ja, dass jeder Minister ist aus der Spur, heute macht der Verkehrsminister durch, macht er das und hin und her. Also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt jemals was gelernt habe. Weil das ist ja nicht nachvollziehbar. Diese Menschen sind Marionetten und der herkommt, das kommt von Deutschland her. Deutschland ist ein besetztes Land, hat keinen Friedensvertrag, falls das hier nicht weiß. Die Amerikaner haben in Deutschland ja X-Basen und von Rammstein und dergleichen werden die Drohnen wegbefohlen, die im Rahmen des Friedensnobelpreisträgers Obama ja Leute ohne Gerichtsverfahren oder irgendwas töten. Das ist ja alles nicht mehr notwendig. Friedensnobelpreis hat aber auch die EU, wobei man sich jetzt fragt, wofür, nicht eigentlich ganz genau. Ich werde aber jetzt nur mehr sagen, schaut euch einmal im Internet doch vielleicht ein bisschen um, das kann ich auch in Roma auch mitgeben. Das ist nämlich gar kein schlechtes Medium, wie ich das zuerst auch gedacht habe,
sondern wenn man auf die richtigen Seiten geht, und ich bin vernetzt, und mein Vorredner hat gesagt, er hat nur 10 Leute, die er nicht kennt. Also ich habe 900 Leute, die ich nicht kenne. Die sind in Deutschland, in der Schweiz, in Amerika, in Kanada, und mir gefällt das, weil die Leute hätte ich nie im Leben getroffen. Das war für mich hochinteressant, dass ich die Möglichkeit habe, über Facebook, nämlich Leute auf der ganzen Welt kennenzulernen, mit mir auszutauschen und zu merken, dass ich nicht allein bin mit meinen Gedanken. Und deswegen hoffe ich ja wirklich, dass diese Menge ein bisschen größer wird, bald einmal, weil das ist traurig, dass so wenig sind. Wirklich traurig. Aber ich glaube, es werden mehr in Berlin mit Ken Jebsen und die anderen Organisatoren. Sind da aus ein paar Leute, sind auf einmal sehr viele entstanden. Und das, muss ich sagen, gibt mir Mut. Und ich stelle mich auch daher. Ich tritt da für einen Frieden ein, wie ihr alle. Und das ganze System ist krank. Das wissen wir auch alle. Es wird geändert. Und da können wir alle zusammen. Und lassen wir uns nicht auseinander dividieren. Und damit beende ich heute und werde das nachher wieder fortsetzen. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Es freut mich, dass wieder so viele gekommen sind. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Sepp Neuschitzer und ich bin der Leiter von der Selbsthilfegruppe Elektrosmog Elektrosensibilität hier in Klagenfurt. Und ich sage das deshalb, weil wir so viele Probleme haben jetzt durch diesen Mobilfunk und durch diese Handysender und durch die Handys und durch diese brutale Bestrahlung, die auf unseren Körper kommt, durch diese brutale Strahlung, die auf unser Hirn wirkt und die zu massiven Veränderungen im ganzen Körper führt. Insbesondere hat der Krebs so gewaltig zugenommen, es ist eine neue Krankheit entstanden, das ist eben Burnout, haben Sie sicher schon gehört, weil das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert und die Leute werden nervös, aggressiv und das sind einfach diese schrecklichen Wellen, die jetzt auf unseren Körper kommen und die unser Körper nicht gehen. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel dafür, wie sich sowas anhört, wenn wir diese Wellen in den hörbaren Bereich bringen. Das hässliche Geräusch, das Pfeifen, Rauschen und Knirschen, das ist Mobilfunk. Jetzt haben Sie es mal gehört, wie sich das anhört. Und wenn Sie mal Tinnitus haben, brauchen Sie sich nicht wundern, woher das kommt. Das kommt daher. Und wenn der Tinnitus wieder aufhört, dann hat ihm der Nachbar aufgehört, ihm das WLAN runterzuladen. Warum ich das sage, ist, wir müssen es langsam schaffen, Ihre Gehirne werden manipuliert, Ihre Gehirne werden verändert, Ihr Denken wird verändert. Und wir müssen, genau, das ist wirklich ein Riesenproblem, dass das Denken verändert wird, dass wir alle gleichgeschaltet denken, über Frequenzen werden Informationen gegeben und dann denken alle Menschen gleich. Sie denken dann, wir müssen alle das Handy mitnehmen. Oder sie denken, ich kann mich ruhig abhören lassen, ich habe ja nichts zu verbergen. Und das ist das größte Problem. Noch vor 30, 40 Jahren haben die Leute gesagt, es wird doch niemand so blöd sein und ein Abhörgerät, das jeder abhören kann, mit sich herumführen. In der Zwischenzeit sind die Leute dermaßen elektronisch transformiert worden, und zwar auf dieser Frequenz. Sie sind dermaßen elektronisch transformiert worden, dass sie inzwischen elektronische Roboter geworden sind und alle das Gleiche denken, dass sie nämlich das Handy mitführen müssen. Deshalb ist meine Empfehlung an alle, die hier sind und die ein Handy haben, schmeißt das Handy weg. Telefoniert mit dem Festnetz. Das Handy ist ein Abhörgerät. Und die Abhörer, die sitzen in Amerika und haben ihre Gehilfen hier in Wien. Und auch in Kärnten, leider. Ihr müsst das Handy wegschmeißen. Ich empfehle es euch, danach 3 Monate zu warten. Und dann wird Folgendes passieren. Sie werden umgestellt von dieser gepulsten Welle auf eine Sinuswelle, wie wir sie eigentlich kennen. Die Physiker nennen das Sinuswelle, das ist eine schöne, runde Welle. Das ist so wie Musik. Alle Leute hören den ganzen Tag gerne Musik und das stört sie überhaupt nicht. Ich gebe
jetzt eine Kostprobe und ich habe ein Instrument mitgenommen, das schön handlich ist. So hört sich eine Sinuswelle an, die wir kennen seit Millionen von Jahren, und unser Körper kennt das. Der kann mit dieser Welle umgehen. Wir verwenden diese schöne runde Sinuswelle zum Sprechen, für die Musik, für die Unterhaltung. Unsere Sonne funktioniert mit Sinuswelle und die Geräusche funktionieren mit Sinuswelle, und sie wurden in den letzten 20, 30 Jahren vollständig transformiert zu einem elektronischen Volltrottel, zu einem elektronischen Zombie, der dauernd das elektronische Gerät mitführen muss, damit über das elektronische Gerät überwacht werden kann und damit sie alles ausführen, was ihnen das elektronische Gerät vorschreibt. Und die Frequenz hört sich so an. Was ich damit sagen möchte: schmeißen Sie das Handy weg, warten Sie 3 Monate und Sie werden plötzlich merken, dass Sie wieder die Vögel zwitschern hören, dass Sie wieder das Rauschen des Windes hören in Ihren Ohren, und dann hat sich Ihr Gehirn langsam wieder rücktransformiert auf einen normalen Menschen. Sie sind dann nicht mehr ein ferngesteuerter elektronischer Elektroniktrottel, der das Handy immer mitführen muss, damit er immer abgehört werden kann. Ein weiterer Tipp ist: schmeißen Sie das Handy weg und verwenden Sie das Festnetz. Es ist übrigens viel schwerer abzuhören als das Handy. Diese Wellen, die in der Luft sind, können von allen abgehört werden. Ja? Das sind meine wesentlichen Tipps, um den Überwachungsterror zu beenden, der von Amerika kommt. Das sind meine persönlichen Tipps, um den Mind Control zu beenden. Schmeißen Sie das Handy weg, schalten Sie WLAN aus. Sie terrorisieren mit diesem WLAN nicht nur sich selber, auch alle Ihre Nachbarn. Die bekommen dann auch Krebs. Die bekommen dann auch Burnout, die bekommen dann auch Tinnitus, werden aggressiv und nervös. Das können Sie überall sehen. Jetzt gibt es noch vielleicht ein paar interessante Sachen. Treiben Sie die Lügen der Kriegstreiber aus. Das steht hier ganz offen. Ich habe schon einmal gesagt, wer sind die Kriegstreiber und wer sind die armen Trottel? Fangen wir mit den armen Trotteln an. Die armen Trottel sind die Amerikaner, die in den Krieg ziehen werden müssen. Die armen Trottel sind die Europäer, die in den Krieg ziehen werden müssen. Die armen Trottel sind die Ukrainer, die in den Krieg ziehen werden. Und die armen Trottel sind die Russen, die in den Krieg ziehen. Die Kriegstreiber verwenden 2 Methoden. Das eine ist die Religion. Sie hetzen die Religionen gegeneinander auf. Wir sehen das an 2 Sachen, ja, immer wieder. Und sie hetzen die Nationen gegeneinander auf. Die Russen gegen die Amerikaner, die Ukrainer gegen die Russen und die Ukrainer gegen die ukrainischen Russen. Es wäre so einfach, das Land zu spalten, so wie damals in der Tschechoslowakei, dass man gesagt hat, machen wir Tschechien, machen wir Slowakien. Jedes Volk bekommt sein eigenes Volk, sein eigenes Land. Das ist normal und dafür braucht man keine Krieg. Das Problem sind nun die Kriegstreiber. Wer sind die? Ich habe letztes Mal erwähnt, das sind die Erdölleute. An der Spitze ist es George Bush, ein Ölmulti, und ein noch größerer Ölmulti ist Exxon Rockefeller, der größte Ölmulti auf der Welt. Und die haben so ziemlich alle Erdölkriege organisiert. Den Krieg in Iran, den Krieg in Irak, den Krieg in Libyen, den Krieg in Syrien, und jetzt versuchen Sie, den Krieg in Europa zu organisieren. Ja? An der Spitze stehen die Ölmultis, darunter folgen Ihnen die Waffenlobby, die Waffenmafia und die Waffenmultis, denn die wissen, sie müssen die Waffen verbrauchen und verschießen, damit sie wieder neue Waffen produzieren können. Jetzt sind wir schon beim höllischen Zweigespann, nämlich die Ölmultis, die die Kriege organisieren, und die Waffenfirmen, die Geschäfte machen wollen. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten dazu, damit haben wir eigentlich das höllische Trio komplett. Und das ist die Schuldenmafia, die Schulden- und die Spekulantenmafia. Sie wollen die Schulden in die Höhe treiben und sie wollen die Wirtschaft destabilisieren, insbesondere für die Spekulanten. Und die Spekulanten haben folgendes Problem:
wenn wir eine stabile Wirtschaft haben, dann gehen die Kurse nicht rauf, nicht runter, nicht rauf, nicht runter, dann kann man beim Spekulieren nichts verdienen. Und damit haben wir das Trio komplett, das völlige Trio, die Ölmultis, Kriegstreiber, die Waffenmultis, die Kriegstreiber und die Schuldenmultis, die Europa verschulden wollen. Das Beste für die Amerikaner ist, sie machen den Krieg in Europa, da sollen diese blöden Europäer alles bezahlen. Und ich glaube, wir sollten das verhindern, oder? Machen wir die Kriegstreiber bekannt, und das ist die Ölmafia, die Waffenmafia und die Schuldenmafia. Jetzt komme ich bald zum Abschluss. Wir haben es erlebt mit der Hyperreal Estate in Deutschland, als die Wall Street zusammengebrochen ist. 8 Jahre Bush, 8 Jahre Republikaner und Riesenkrieg im Irak und der Planet war am Ende. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese Kriegstreiber in Europa einen Krieg machen wollen. Unsere Söhne sollen vielleicht dann irgendwann einmal dann über die UNO oder den Frieden stiften. Wir müssen das verhindern, indem wir bekannt machen, dass Europa nicht an einem Erdölkrieg teilnehmen darf. Die Völker müssen sich erheben und die Völker werden das eine sein, die den Frieden schaffen werden. Und wir werden das über die Presse schaffen und wir arbeiten alle auch an der Pressefreiheit, damit wir es ohne Krieg schaffen können. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen und mich herzlich bedanken bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke. So, jetzt würde ich ganz gerne noch ganz kurz was sagen. Es sind heute einige Themen gefallen, wie zum Beispiel alte Menschen, Krankheit, alternative Gesundheit. Nicht alternative Krankheit, sondern alternative Gesundheit. Es gibt nicht nur Löwenzahn, es gibt auch zum Beispiel MMS. MMS. Ja, das ist Natriumchlorid mit Salzsäure vermischt. Und das ist sogar Malaria-Symptome von AIDS und das Gott noch viele Krankheiten. Schaut euch die Tonung im Internet, ist irrsinnig interessant. Meine ganze Familie nimmt das bis jetzt. Und was ich feststellen kann, seit Monaten übrigens, und was wir feststellen können, ist, dass wir weniger bis krankheitsanfällig sind. Ja. Dann gibt es noch was Zweites, wie zum Beispiel die Aronia-Beere. Die ist, soweit ich weiß, in allen Ländern verboten worden anzubauen. Die Vögel, wenn man es anbaut, stürzen sich in alles drauf. Also warum soll das für uns schlecht sein? Es gibt dann noch weitere Alternativen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Können wir uns gerne im Anschluss dann noch unterhalten. Und zur Sache Mafia, ist zwar alles gut und schön, und wir brauchen auch nicht unbedingt zu den Politikern rausschauen und ändert das bitte für uns, sondern das Einzige, was man dazu wissen muss, ist, dass das heutige Geldsystem, jeder Cent, der heute besteht, besteht aus Schuld. Und wenn eine Schuld getilgt wird, das heißt, wenn wir es zurückzahlen möchten, dann wird die Schuld getilgt. Das heißt, das Geld wird vernichtet. Ja? Das wird aber heute nicht gemacht. Das heißt, die Schulden, die steigen immer weiter. Und wenn es ein Wirtschaftswachstum geben muss, dann muss auch das Geldvolumen steigen. Und somit müssen die Schulden mehr werden. Und somit ist es klar, dass es nie zu einem Schuldproblem und zur Schuldlösung kommen darf und auch kann. Es geht einfach nicht. Ja. Wir müssen das Geldsystem komplett umdrehen und neu anfangen, neu denken und neu bauen. Dass es wieder ein direktes Geldsystem wird, das der Bevölkerung dient. Danke. Ich möchte mal bitten darum, dass wir jetzt im Fliegen nicht gleich auseinandergehen, sondern dass wir so gut wie möglich und so schnell wie möglich Lösungen gemeinsam erarbeiten. Dass wir schauen, wie können wir was ändern. Das heißt nicht, dass wir jetzt wieder eine Woche lang nur im Facebook herumkrebsen, herumbummeln oder sonst was, sondern dass wir wirklich aktiv an Lösungen arbeiten und das gemeinsam erarbeiten.
und dass das viele kleine Gruppen machen, dass das lokale viele kleine Gruppen machen, dass man zeigt, wie man das machen kann. Und dass wir uns auch verknüpfen mit den Problemgebieten, dass wir schauen, wer ist da, wer ist vor Ort, wer kann uns vor Ort sagen, um was da geht, was für Probleme sind, wie kann man sich helfen, wie kann man Lösungsstrategien anbieten, damit solche Problemzonen gar nicht mehr entstehen. Und wie kann man Leute und Menschen dazu anstoßen, dass sie sich zum Beispiel auch gegenseitig entschuldigen, dass sie sich gegenseitig vergeben. Weil genau in der Vergebung liegt dann die Kraft für die Zukunft. Sobald einer anfängt mit der Vergebung, dann kann man weiterarbeiten. Dann kann man wirklich wieder bei Null anfangen und sagen, okay, wir fangen jetzt ein neues System an. Und ich stehe halt genauso da als einer von 8 Milliarden oder gerade schon 9 Milliarden oder keine Ahnung wie viele das sind, schon viel zu viele, die bei uns da auf der Erde schon sind. Und egal welche Religion wir haben, egal welche Ethnie wir haben, egal welchen Hintergrund wir haben, wir sind Menschen und das verbindet uns. Und wir müssen immer schauen, dass wir aus der Perspektive das betrachten und ja nicht irgendwem anderen eben eingrenzen, abgrenzen und ausgrenzen. Und ich hätte dann doch noch was, wenn ich das noch vorlesen kann. Der Mahatma Gandhi zum Beispiel hat mal gesagt, Gewaltfreiheit ist bedeutungslos, wenn sie von einer hilflosen Kreatur ausgeht. Eine Maus wird einer Katze kaum vergeben, wenn sie es zulassen muss, von ihr in Stücke zerrissen zu werden. Was ich mir gewünscht habe, dass ich einen Satz gegossen habe, was ich vorhin freigesprochen habe, ist, ich wünsche, dass sich jeder, der anderen Leid zugefügt hat und im Wissen darüber ist, sich bei den betroffenen Menschen oder der Natur entschuldigt und um Verzeihung bittet, damit eine Versöhnung stattfinden kann und aus der Erkenntnis weiteres Leid verhindert werden kann. Und wenn man Harmonie, weil eben unsere Veranstaltung eine Friedensharmonie ursprünglich geheißen hat, Harmonie kann eben nur durch ein Schuldbekenntnis und Bitte um Verzeihung wiederhergestellt werden. Schlechtes Benehmen können aber verschiedene Sachen sein, zum Beispiel auch ungerechte Verteilung und nicht ökologische Nahrungsmittel. Das ist eh schon alles angesprochen worden vorher. So, und dann noch, wann entschuldigen sich die Menschen? Wann entschuldigt sich Obama für die ISIS? Wann entschuldigt sich Ali Khamenei für die Raketen der Hamas und den Stellvertreterkrieg in Syrien? Wann entschuldigt sich die Familie Saud für die Unterstützung für radikale Islamisten in Syrien? Wann die Oligarchen und der Westen für die Unterstützung von ultrafaschistischen Elementen? Und den Krieg gegen die Einwohner im Osten der Ukraine? Wann entschuldigt sich Putin für seine nicht inoffiziellen Absichten? Wann entschuldigen sich unsere Leistungsträger für die aufgestauten Ungleichverteilungen, für Fehlinvestitionen, für Privatisierung von Gewinnen, von Sozialisierung von Verlusten und undurchschaubare Gesetze, Zerstörung der Ökosphäre und der Geldmaximierung statt der Glücksmaximierung? So, das sollte dann der Abschluss werden. Von mir aus sein. Also ich möchte dazu machen, ich entschuldige mich beim Rest der Bevölkerung, beim Rest der Weltbevölkerung, wie ich bisher gelebt habe, und Gott sei Dank habe ich den Wandel gefunden und lebe heute so, wie ich lebe, nämlich alternativ, gesund und für alle in Ordnung. Willkommen in Frieden. Danke. Gut, Markus, dann darf ich dich bitten. Genau, willkommen in Frieden, das ist das Abschlusswort heute. So wie ich angefangen habe, wir stehen da für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für einen Frieden, der was jetzt passiert. Das war heute die 14. Montagsharmonie. Das ist euch vorstellen, 14 Uhr stehen wir da. Heute bis Viertel eine, gewaltig. Da denkt man sich echt, wie viele Themen werden verschwiegen vom Mainstream, wie viele Dinge sind noch nicht öffentlich für alle Menschen. Also schaut vorbei, das nächste Mal kommt vorbei, helft uns mit, unterstützt uns, gemeinsam aufzustehen, nicht irgendwas, sondern für den Frieden, für eine freie Meinungsäußerung, für freie Medien und so weiter. Und alles ist wichtig, dass wir uns alle behalten müssen, dass Bürger, Bauern, beim Rotwaldbahn, was da sehen, gemeinsam machen wir das, was verbindet uns, das ist wirklich der Friede, dass wir gemeinsam für den Frieden dastehen, gemeinsam die Welt verändern wollen und nicht eine Religion, eine Hautfarbe, ein Aussehen, eine Partei oder was, weil das wird uns immer nur spalten und das wird uns nie vereinen. Das ist das Wichtigste, was wir heute am meisten erkannt. Für das stehen wir da
Und deswegen können wir anfangen und sagen, super war's, danke für alle, was dabei waren, danke für alle, was sich informieren, danke für alle, was anfangen mit zugehört haben, ohne sich ein Urteil zu bilden. Danke für alle, was rund um uns ausgehalten haben, was ein bisschen lauter ist, und danke für die Polizei, die uns das ermöglicht hat. Danke für alle, was uns unterstützen. Und eins ist das Beste, der was, also wir wollen mal mehr werden, und da habe ich ein super Ziel für uns alle. Das nächste Mal nimmt einfach jeder zwei oder drei Leute mit, das haben wir gleich wahrscheinlich 100 Leute oder was. Das ist unser Ziel für das nächste Mal, das machen wir gemeinsam. Wir treffen uns noch beim Augustin, weil die Post vergessen, zur Lohnbesprechung. Jeder, was dabei sein will, kann gerne dabei sein. Danke. Ja, ich möchte mich auch bedanken für alle Menschen, die heute da waren. Das ist vielleicht, dass wir das erste Mal angeschaut haben. Mein Dank gilt auch an allen Menschen, die uns Feedback geben. Bitte gebt uns Feedback. Wir haben Facebook heute schon gehört, oder über Facebook gehört. Man kann leichter Bilder mit Gefällt mir anklicken. Aber bitte schaut euch auch die Hintergrundinformationen an. Und wenn ihr diese Hintergrundinformationen anschaut, habt ihr einen Vergleich mit den Informationen, mit denen man täglich konfrontiert wird, über die Mainstream-Medien, und bildet euch eure eigene Meinung, also Stimme und Gegenstimme, und tragt das einfach weiter. Ich danke euch fürs Dasein, ich danke euch, dass es euch gibt, so tolle Menschen wie überall auf der Welt, und wir müssen wieder zusammenkommen. Ich wünsche euch alles Gute, ich liebe euch alle.